Werner. Danke. Liebe Freundinnen und Freunde, das letzte Jahr, aber auch die letzten Wochen und Monate haben für mich gezeigt, dass wir Grünen wirklich die Alternative sind und dass wir es anders machen. Denn wir haben gezeigt, dass wir eben den Flüchtlingen nicht bei Kälte und Einsätzen frieren, die Schlafsäcke, die Zelte oder ihre Wohnung unter den Händen wegziehen, sondern dass wir ihnen ein Haus organisieren, dass wir ihnen ein Dach über den Kopf geben und dass wir tatsächlich eine andere Flüchtlingspolitik machen können. Und ich bin froh, dass wir hier im Bezirk in Friedrichshain-Kreuzberg nicht einfach den einfachen Weg gegangen sind. Ich bin froh, dass wir da auf Kommunikation setzen, auch wenn das nicht immer der einfachste Weg ist, auch wenn das viele, viele Probleme immer mit sich bringt. Und ich bin auch froh, dass wir nicht einfach auf die linken oder rechten Parolen gehört haben. Denn machen wir uns eines auch nicht vor: Sowohl die Parolen von links, die sagen Aufnahme von allen und Grenzen auf, als auch die Parolen von rechts, die sagen, Räumen der Menschen irgendwohin ins Nirgendwo. Das ist nichts mehr als reiner Populismus und bietet keine Lösung, keine Lösung für die Menschen vor Ort und keine Lösung für die Flüchtlinge. Denn das muss man auch einmal ehrlich sagen. Henkel hat bis heute noch immer nicht beantwortet, wenn er mal räumen will, wohin er denn eigentlich räumen will. Will er die Flüchtlinge auf die andere Seite des O-Platz räumen? Will er die Flüchtlinge irgendwo unter Brücken räumen oder wieder zurück in die Nussschalen aufs Mittelmeer? Dazu sagt er nämlich nichts. Und ich weiß, wir haben im Bezirk nicht viele Möglichkeiten im Bezirk. Wir sind eingeschränkt, aber ich finde, wir haben sehr viel erreicht bisher. Wir haben ein Haus organisiert und wir haben in den letzten Jahren für die Flüchtlinge auch organisiert, dass sie endlich mal eine Stimme bekommen, dass ihnen zugehört wird und dass sie nicht einfach mal so unter der Deckmantel verschwinden. Das ist auch ein sehr großer Erfolg. Ja, wir baden im Bezirk die ganze inhumane, unverantwortliche Flüchtlingspolitik aus, die Europa und Deutschland betreibt. Und deshalb muss sich die auch endlich ändern. Es darf nicht sein, dass sich Europa weiter vor Flüchtlingen abschottet. Es darf nicht sein, dass Europa lieber die Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken lässt, als sie aufzunehmen. Und darum brauchen wir endlich ein humanitäres Visum an den Außengrenzen. Und wir brauchen eben kein Dublin III, sondern wir müssen diese Menschen fair und gerecht aufnehmen. Und wir brauchen auch in Deutschland weder Residenzpflicht, Arbeitsverbote oder irgendwelche Lagern. Aber was wir im Bezirk tatsächlich endlich mal brauchen würden, wäre, dass dieser Bezirk die hier lebenden Menschen und hier lebenden Flüchtlinge, sei es am O-Platz, sei es im Haus der Caritas oder in der Gerhard-Hauptmann-Schule, endlich aus humanitären Gründen hier aufnimmt. Und das kann der Bezirk tun. Denn das brauchen wir, um endlich auch die Verantwortung zu haben und diesen Menschen helfen zu können. Danke. Danke, Werner.